So. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? So, Feuchtband. Oh, jetzt habe ich das unterbrochen. Mist, schade. Egal. Du hast schon eine. So. Die werden jetzt weggeext noch. Ihr habt geläutet. Du machst noch die auf. Ende. Ja, so. Ihr braucht nur dann geht's fragen. Runter. Ihr seid hier. Ich nehme an, das ließ sich nicht vermeiden. Ihr habt so nach Tum getrotzt. Dann dürften unsere schwachen Schutzmaßnahmen für euch wohl keine große Sache sein. Aber eigentlich ist es völlig unwichtig. In einigen Sekunden werden Kreaturen wie ihr machtlos vor ihm im Staub liegen. Warum solltet ihr das tun? Dem Unwesen, das ihr wecken wollt, ist nicht über den Weg zu trauen. Da könnt ihr so viel schwitzen, wie ihr wollt. Ich werde in eurem Blut stehen, bevor ihr damit fertig seid. Gibt es denn keinen anderen Weg? Ihr werdet doch nicht wirklich so etwas loslassen. Vielleicht sollten wir es zusammentun. Ihr werdet mächtige Verbündete brauchen. Bei allem, was recht und heilig ist, es wird euch nicht gelingen. Nehmen wir für wirklich mal, ihr braucht vielleicht Verbündete. Ihr habt recht, wir brauchen mächtige Verbündete. Welch ein Glück, dass wir gerade einen herbeirufen und euch nicht brauchen werden. Ihr wagt es wirklich, Gnade vor dem kommenden Sturm zu erwarten, nur weil ihr in diesem Moment Loyalität heuchelt? Wir haben ja ein Jahr aus unserer Huldigung dargebracht und ausschließlich auf diesen Tag hingelebt. Ihr seid nur ein Tropfen im großen Ozean und unwürdig. Eure Zeit ist um. Eglitech wird euch vom Leben erlösen. Der Dolch ist zerbrochen. Seht, der neue Herr erscheint. Das wird kein schneller Tod. Ich höre zu. Ich hab keinen Bock zu reden. Ich fühle mich so sinnlich. Wie kann ich helfen? Immer darauf achten, ob einer sterbend ist. Nee, nur zum Schweigen gebracht bis jetzt. Komm, nerv jemand anderen. Weil er ist schon recht stark. Was ist es diesmal? Und wenn er ständig aufersteht, ist es schlecht für uns. Sagt, das wird kein schneller Tod. Dieser Zwerg, ich brauche ein Bier. Achso, ich bin ja stumm. Gehen wir mal kiten. So. Jetzt lebt nur noch er. Das heißt, ich kann auch mal ein paar böse Sachen auf ihn rufen. So. Geld, noch ein paar von den Tränken. So. Ansonsten nichts vom Wert. Nur ein Vieh, das wir getötet haben, was verdammt viel
Abenteuer habt ihr erlebt und Gefahren seid ihr gegenübergetreten und dennoch seid ihr mit dem Leben davon gekommen. Mörderische Geschöpfe sind euch entgegengetreten und dennoch habt ihr standgehalten. Eure Taten nähern sich dem Ende und die Legenden der Schwertküste liegen damit hinter euch. Die Welt steht jedoch nicht still und auf euch warten die nächsten Abenteuer. Ja, damit können wir den Seelenräuber durch. Worum noch abschließen. Geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Und damit haben wir Tales of the Sword Coast wirklich abgeschlossen. Ich spiele aber schon auf. Ja, ich spiele auf D&D-Regeln. Das ist halt Standard, nicht normal, sondern etwas schwieriger als normal. Gut, ich tue Trefferpunkte auf Maximum, also ich übergehe das. Als einziges. Grummelige können permanent sterben, das Lernen von Zaubern kann fehlschlagen, Gegner verursachen vollen Schaden. Im Gegensatz zu normal, wo Trefferpunkte maximal ausgewürfelt werden, Gruppenmitglieder nicht permanent sterben können, Zauber immer erfolgreich sind, gelernt werden können und Gegner nur 75% Schaden verursachen. Das ist einfach zu einfach. Normal. Deswegen nehme ich eigentlich D&D-Regeln, was Standard oder hier in dem Fall Mitte ist. Alle Gegner verursachen anderthalbfach Schaden gegen die Gruppe und wahnsinnig, ja, Gegner verursachen doppelten Schaden. Ich meine, das braucht man nicht unbedingt. Das ist dann wirklich nur das Spiel künstlich schwer machen und für ein Let's Play halt nicht so gut wie ihr geeignet. Wünscht, seid ihr für den Job, ist die Tat nicht? Vollbracht. Wir haben die Tanari getötet und möchten unsere Belohnung abholen. Tanari ist tot, wir wollen keine Belohnung dafür, denn es war eine Selbstverständlichkeit für uns. Nein, wir wollen die Belohnung. Ihr habt die Macht des Kultes nicht richtig eingeschätzt. Ich hätte nie geglaubt, dass sie in der Lage wären, den Tanari zu befreien. Für den Augenblick habt ihr ihn zerstört, doch letztendlich wird er in der Lage sein, zu seinem Clan zurückzukehren. Seid euch versichert, meine Freunde, ihr habt alles getan, was ihr tun konntet. Ihr habt die Schwertküste vor einem Dämon gerettet. Hier ist eure Belohnung. Lebt wohl. Lebt wohl, Hogan. Kniescheiben zertrümmerer. Ja. Nachdem ich mit dem Dämon und seinem befremdlichen Kult fertig geworden bin, hat Urgan Urgos Bad verlassen. Seine Angelegenheit ist erledigt. Wie ihr wünscht. Mit einem Whisky. So, schlafen wir noch. Zweimal. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was ist eigentlich mit dir? Ich versuche gerade zu meditieren, Abenteuer kommt später wieder. Auch gut. Was war eigentlich hier drin? Nur ein normales Bürgerhaus. Okay. Das heißt, jetzt geht es an Sarivok. Weil alles andere... ist abgeschlossen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, jetzt gehen wir erstmal wieder in Sorcerer's Sundries. Also allerlei Zauberei. Oh. Hi, was willst du? Warte, ich muss mit euch reden. Es ist von äußerster Wichtigkeit. Habt ihr einen Augenblick Zeit für mich? Was wollt ihr? Also gut, ich bin Date hier und ich vertrete die Hafner. Ich bin seit vielen Wochen auf der Suche nach euch. Erst kürzlich fand ich heraus, dass ihr die Stadt vor einiger Zeit verlassen habt. Seit eurer Abreise sind tiefgreifende Veränderungen vollzogen. Ich kann euch alles berichten, was ihr wissen wollt.
Das wäre sehr nett. Skaar, der stellvertretende Kommandant der Flammenden Faust, wurde ermordet. Großherzog Aethan liegt ihn mit geheimnisvollem Leiden da nieder und keiner weiß, wie lange er noch zu leben hat. Die für euch wichtigste Neuigkeit hat mit eurer Rückkehr nach Kerzenburg zu tun. Man legt euch die Ermordung der Anführer des Eisenthrons zu Last. Alle halten euch für Spione im Dienste von Am, die euch hier vorgehen gegen den Eisenthron, die amnische Aktivitäten vertuschen wollen. Die Lage ist derzeit äußerst gespannt. Der neue Führer des Eisenthrons, Sarivok, hat ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Um die Flammende Faust hat Befehl, euch zu verhaften. Ehe ich mit meinem Bericht fortfahre, muss ich euch diese Frage stellen. Seid ihr schuldig? Nein, man hat uns die Sache angehängt. Das erleichtert mich sehr. Nun müssen wir über eure Zukunft sprechen. Nach Erkenntnissen unseres Verbandes zu urteilen, bereitet der Eisenthron die Machtübernahme in Baldur's Tor vor. Schon in eurem eigenen Interesse müsst ihr versuchen herauszufinden, was genau sie vorhaben. Ich empfehle euch, in ihre Zitadelle einzudringen, denn dort erfahrt ihr gewiss mehr. Es sind schwierige Zeiten für euch, aber ihr wisst mehr über den Eisenthron als alle anderen. Wenn ihr mir Fragen stellen wollt, dann stellt sie jetzt, denn ich bin die nächsten Tage nicht hier. Wer hat Skaar getötet? Die haben Tor dort gefunden und Spuren deuten darauf hin, dass die Schandiebe ihn ermordet haben. Allerdings passt es sich zu gut ins Bild, ihnen die Schuld zuzuschieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Eisenthron auf die eine oder andere Weise seine Hände im Spiel hat. Wer sind die Schattendiebe? Die Schattendiebe sind eine umfassende Organisation aus Dieben und Meuchelmördern. Sie haben in der ganzen Schwertküste ihre Stützpunkte. Die eigentliche Schaltzentrale befindet sich in Arm. Habt ihr noch Fragen? Durch welchen Hinweis wurde die Schattendiebe belastet? An Skaars Leiche fand man ihr Erkennungszeichen, eine Maske und ein Stilett. Habt ihr sonst noch Fragen? An welcher Krankheit leidet Eltern? Eltern Sans konnte bislang nicht herausfinden, an welcher Krankheit er eigentlich leidet. Er scheint ein böser Zauber im Spiel zu sein. Die ganze Sache kommt mir äußerst seltsam vor. Soweit ich weiß, war Rashad Eltern's Arzt ein Priester von großer Macht und Glaubensstärke. Man sollte eigentlich davon ausgehen, dass ein solcher Mann imstande ist, die Gesundheit des Großherzogs wiederherzustellen. Habt ihr sonst noch Fragen? Das ist erstmal alles. Wenn das Letzte war, dann muss ich nun gehen. Wenn ihr mich sucht, ihr findet mich im Wirtshaus zu den drei alten Fässern. Ich muss allein mit euch sprechen. Oh, da ist jetzt Tamoko. Aber ja, der Herr von der Dit hier meint, der Eisenthron sei nun mehr in der Lage, die Macht im Baldur's Tor an sich zu reißen. Er schlägt mir vor, dass wir die Zitadelle des Eisenthrons inventieren und auch noch Beweisen für ihre Machenschaften suchen. Und ja, Tamoko, verzeiht mir, dass ich nicht offener mit euch reden kann, doch in diesen schweren Zeiten muss man auf der Hut sein. Wenn ich nur einen Moment mit euch reden dürfte, ich glaube, dass euch meine Nachricht interessieren wird. Vielleicht können wir einander helfen. Woher wollt ihr wissen, was ich brauche? Ich will keine Informationen von einem herumschleichenden Spion. Wenn eure Informationen vom Wert sind, wäre ich in der Tat interessiert. Erst müsste ich wissen, mit wem ich spreche. Ich nehme nämlich nichts vom Fremden an. Nehmen wir mal wirklich die Eins. Wenn ihr das wünscht, dann soll es so geschehen. Ihr seid offensichtlich sehr stark und etwas festgefahren in eurer Meinung. Eure laute Art erinnert mich an jemanden. Ganz anders als Gorion findet ihr nicht. Eher wie... Wie ich sehe, bedeutet euch der eben erwähnte Name sehr viel. Vielleicht könnt ihr meine Informationen jetzt Glauben schenken. Ihr seht ja, dass ich viel weiß. Gorion bedeutet mir gar nichts. Ich habe alle Verbindungen zu meiner Familie abgebrochen. Sprecht diesen Namen nicht aus. Ihr sollt die Erinnerung an die einzige Familie, die ich je gehabt habe, nicht beschmutzen. Da habt ihr mich in der Tat überrascht. Was habt ihr mir denn zu sagen? Vielleicht, woher ihr wisst, dass ich Gorions Kind bin? Ich will alles genau erklären, sobald ich die Zeit dazu finde. Bis dahin habe ich nur eins zu sagen. Derjenige, der die Krankheit von Herzog Aethan angeblich heilt, ist auch derjenige, der für sie verantwortlich ist. Vermutlich habt ihr das bereits an einigen Anzeichen erkannt, doch hat niemand es bisher geradeaus gesagt. Zweifelsohne wisst ihr, mit den Informationen umzugehen. Euer ganzes Wesen verleiht euch besondere Handlungsfähigkeit. Gorions Vorbotschaft konnte das nur noch betonen. Sprecht diesen Namen nicht aus, ihr sollt die Erinnerung nicht beschmutzen. Eure simple Beschattung hat euch die Kenntnisse dieses Namens verschafft. Mich beeindruckt das gar nicht. Ich habe diese Familienbindung abgebrochen. Hat eure Familie die Verbindung zu euch abgebrochen? Ich glaube nicht. Ihr fühlt wohl ihre starke Hand und ich glaube, ihr seid ihr immer gefolgt. Ah, wieder erkennt ihr, wie viel ich von euch weiß. Vielleicht mehr als ihr selbst. Drei Gänge verkörpern unglaubliche Kraft. Die Liebe zum Leben, die Angst vor dem Tod und die Familie.
Eine Familie, die den Tod liebt, hätte in der Tat eine starke Macht über euch. Könnt ihr sie spüren? Könnt ihr ihn spüren? Er hasst euch, ihr wisst es.